Hallo, mein Name ist Alexander Engelhardt. Ich studiere aktuell Wirtschaftspsychologie im Master an der HSBI und bin dort im vierten Semester und schreibe meine Masterarbeit. Ja, hallo, mein Name ist Gerrit Hirschfeld. Ich bin Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Bielefeld und vertrete da insbesondere die Fächer Methodenlehre und psychologische Diagnostik. Ja, im Studiengang Wirtschaftspsychologie geht es ganz allgemein um das Verhalten und Erleben von Menschen. Und das ist sicherlich etwas, was in ganz vielen Situationen wichtig ist und auch in ganz vielen wirtschaftlichen Kontexten eine sehr wichtige Rolle spielt. Deshalb ist diese Kombination auch Psychologie und Wirtschaft eben auch besonders wichtig. Ich habe damals, vor allem auch vor dem Bachelor, mir viele Gedanken dazu gemacht, welche Themen mich interessieren würden und bin dann auch durch verschiedene Studientests und Gespräche, aber auch eben durch Messen auf den Studiengang aufmerksam geworden. Habe mir es in Bielefeld angeguckt und war direkt am Tag der offenen Tür überzeugt. Und weil ich eben im Bachelor auch schon Wirtschaftspsychologie an der HSBI studiert habe und als der Master dann auch hier angeboten wurde an der HSBI, habe ich mich entschieden, den direkt mit dran zu hängen und die Entscheidung auf jeden Fall nicht bereut. Ich glaube, das Besondere an dem Studiengang Wirtschaftspsychologie in Bielefeld ist tatsächlich, dass wir eben mit unseren zwei Schwerpunkten, einmal im Bereich Personal- und Organisationspsychologie und im Bereich Markt- und Konsumentenpsychologie auf der anderen Seite, wirklich das ganze Spektrum auch abdecken und eben auch Kollegen haben, die das sehr stark fachlich vertreten können. Und dass wir zum anderen eben mittlerweile auch eine sehr starke Ausrichtung in Richtung Forschung tatsächlich haben. Das heißt, es gibt viele Forschungsprojekte, die eben versuchen, häufig mit Unternehmen auch zusammen Fragestellungen aus der Praxis eben mit aktuellen Methoden auch zu bearbeiten. Genau, also ich hatte damals die Entscheidung vor mir, wo möchte ich genau studieren, welchen Studiengang möchte ich wählen. Und ich habe damals mir auch Privathochschulen angeschaut und habe geschaut, was haben die für ein Angebot, die bei mir eben in der Heimat waren, und war dann aber davon nicht überzeugt und muss sagen, als ich dann eben zu den Tagen der offenen Tür bei der Hochschule Bielefeld war, habe ich gesagt, okay, die Lehrenden hier und auch das Gebäude, einfach die gesamte Atmosphäre, die gefällt mir einfach sehr, sehr gut und genau hier will ich studieren. Und das habe ich dann eben im Bachelor und auch jetzt im Master weiterhin so gesehen und sehe es so. Im Prinzip gibt es sehr, sehr unterschiedliche Berufsfelder für Wirtschaftspsychologen nach dem Studium. Das hängt natürlich davon ab, welchen Schwerpunkt man gewählt hat. Wenn man eben im Bereich Markt- und Konsumentenpsychologie eine Vertiefung gewählt hatte, dann können das natürlich Tätigkeiten sein, die sich rund um die Weiterentwicklung von Produkten zum Beispiel drehen. Also nicht nur klassische Werbung, sondern eben wirklich auch das Produktdesign, dass man das weiter überarbeitet. Aber natürlich auch Fragen wie Employer Branding sind total wichtig geworden, jetzt aufgrund des Fachkräftemangels. Im Bereich Personal und Organisation kann man sich das, denke ich, auch ganz gut vorstellen. Das sind eben alle Tätigkeiten, die so in der typischen Personalabteilung ablaufen, die man unterstützen und auch weiterentwickeln kann. Das sind eben Dinge von der Personalauswahl über natürlich auch die Personalentwicklung. Und der letzte große Bereich, wo wir eben auch unsere Absolventen sehen, ist wirklich im Bereich der Forschung. Wir haben eben auch mehrere Projekte, im Rahmen dessen wir jetzt auch Promovierende betreuen. Also mir fällt es schwer, konkret ein Highlight zu benennen. Vor allem gefällt mir am Master, dass wir eben so viele Praxisprojekte haben und so viele Kooperationen auch mit Unternehmen, also praktisch echte Probleme angeschaut haben und echte Probleme bearbeitet haben. Mhm. Ich glaube, eins der Highlights, was mir so im Kopf geblieben ist, ist die Kooperation mit einem kleinen Software-Startup, das wir hatten. Mhm. Die haben uns sehr viele ihrer Nutzerdaten gegeben und eben praktisch Abläufe in ihrer Software übermittelt. Und mit denen konnten wir dann eine sehr umfassende Analyse der Nutzungsweise praktisch abbilden und daraus auch wieder Erkenntnisse ableiten, die dann letztendlich auch wieder Implikationen fürs Unternehmen hatten. Und das super Spannende daran war dann, dass das Unternehmen uns in der Zwischenzeit gesagt hat, was sie verändert haben. Und das war tatsächlich genau die Richtung, die wir auch vorgeschlagen hatten, sodass es praktisch ineinander verzahnt sich dann ergeben hat. Ja, ich glaube, es sind auf jeden Fall drei Sachen, die schon recht wichtig sind bei uns im Studium. Das eine ist eben, man sollte sich für Forschung interessieren oder zumindest da ein relativ großes Bewusstsein für haben, dass man eben nur auch Aussagen macht, die man eben ordentlich belegen kann. Das ist das eine. Das zweite, was sicherlich auch im Studium sehr wichtig ist, ist, dass wir sehr viel eben in Projekten und in Gruppenarbeiten arbeiten. Das heißt, da sollte man schon eine natürliche Affinität auch zu haben, mit anderen Menschen zu arbeiten oder auch mal bestimmte Ergebnisse zu präsentieren. Und das Letzte ist ganz stumpf, ehrlich gesagt, dass man auch ein bisschen fit in Englisch sein sollte, weil eben die meiste Literatur bei uns auf Englisch ist. Und wer eben mit einem dieser drei Aspekte wirklich Probleme hat, der sollte eben entweder überlegen, da nochmal dran zu arbeiten oder vielleicht auch einen anderen Studiengang zu wählen.
Letztendlich möchte ich ganz gerne in einem Unternehmen hier in der Region arbeiten. Ich habe durchs Studium und auch eben durch die Projekte schon viele Unternehmen kennenlernen dürfen und auch Kontakte zu den Unternehmen geknüpft, was sehr gut ist, weil es eben den Einstieg dann deutlich erleichtert. Ich durfte auch schon in verschiedenen Funktionen Erfahrungen sammeln, also ob es im Personal war, im Marketing, aber eben auch in der Prozesstransformation und jetzt eben im Datenbereich. Und ich denke, in eine dieser Richtungen würde es dann danach gehen. Ja, im Prinzip ist es ganz simpel, also für Menschen. Also es ist ganz wichtig, dass wir eben in unserem Studium und auch in unserem Fach, denke ich, das ganz stark nach vorne pushen, dass wir eben versuchen, alles aus der Perspektive von den betroffenen Menschen eben auch zu untersuchen. Das kann manchmal heißen, dass wir uns natürlich auch Prozesse anschauen und überlegen, wie man bestimmte Abläufe im Unternehmen verändern kann, sodass es für die einzelnen Mitarbeiter oder für die Vorgesetzten halt besser läuft. Aber das Wichtige daran ist, denke ich schon, dass wir immer den Blick darauf haben, wie Menschen funktionieren und uns nicht irgendwie an so einer grünen Wiese so einen Plan aufbauen, der jetzt das Unternehmen ganz einfach darstellt und in Wirklichkeit ist es aber eben viel schwieriger. Wenn wir mit dieser kurzen Vorstellung Ihr Interesse wecken konnten, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich für den Studiengang bewerben.